Innovate or die. Das ist eine der vielen Floskeln, die Sie überall hören und lesen können. Wenn Sie das Internet mal eingeben und sozusagen aktuelle HR-Themen googeln, finden Sie Generation Y, Fachkräftemangel, Digital Natives. Es gibt sogar schon Generation Z. Ich habe derzeit eine Masterthesis da liegen, die beschäftigt sich sozusagen mit den jungen Damen und Herren, die noch einen Schnuller im Mund haben und versucht sozusagen daraus abzuleiten, wie diese denn in irgendeiner vorhersehbaren Zeit X denn dann mal arbeiten möchte. Ich freue mich ganz herzlich, Sie auch im Namen der Rheinischen Fachhochschule hier begrüßen zu dürfen. Ich habe gelernt, Sie haben schon viele spannende Themen besprochen heute und ich möchte Ihnen sozusagen nochmal etwas stärker, vielleicht aus der Forschungsperspektive, heute die eine oder andere Erkenntnis mit Ihnen teilen, die ich in der letzten Zeit gewonnen habe. Impuls bedeutet in der Physik einen Stoß, der die Richtung wechselt. Ich möchte Sie dazu einladen, dass Sie sozusagen heute vielleicht den einen oder anderen Stoß im übertragenen Sinne bekommen und über den einen oder anderen Begriff vielleicht nach diesen 20 Minuten anders denken als vorher. Ich muss noch eins dazu sagen, Professoren sind darauf getrimmt, in 90 Minuten zu denken. Ich versuche es wirklich in 20 Minuten zu machen. Wenn nicht, meckern Sie. Ich stelle auch sozusagen meinen Timer noch parallel. Ja? Sonst meckern Sie einfach und sagen, wir wollen es diskutieren. Wenn Sie mich in sozialen Netzwerken stalken, werden Sie zwei Dinge finden. Ich habe auf dem Barcamp gelernt, man soll immer zwei Dinge über sich sagen oder drei. Ja, lasse ich mal unkommentiert stehen. Das Schöne ist, das ist mein zweites Hobby und im nächsten Jahr kann man das gemeinsam machen und zwar durch Europa. Genau. Ja, also von daher sind das, glaube ich, gute Voraussetzungen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der FC spielt international, also in Europa. Das heißt, man kann sozusagen reisen und FC gucken miteinander verknüpfen. Das erspare ich Ihnen alles. Ich möchte eigentlich nur noch darauf hinweisen, ja, eigentlich nur auf das hier. Alles andere ist egal. Können Sie sich ja in Ruhe reinziehen und sonst lassen Sie es. Also, meine Agenda. Ich möchte Ihnen anbieten, auf das Thema Fachkräftemangel und diesen Begriff eine andere Perspektive zu gewinnen. Ich möchte im Zweiten Ihnen Empirie in einer, ja, sagen wir mal, homöopathischen Dosis nahebringen. Bei Studenten muss man das etwas konzentrierter machen, aber ich glaube, in dem Rahmen passt es, wenn ich Ihnen die wesentlichen Ergebnisse zusammenfasse. Ich möchte Ihnen ein Modell vorstellen, was ich aus sozusagen der aktuellen Empirie entwickelt habe, was die Arbeitgeberattraktivität angeht. Und ich möchte Ihnen dann ein Beispiel aufzeigen, wie man es machen kann. Also das Unternehmen, was ich Ihnen präsentiere, ist im letzten Jahr um 50 Mitarbeiter gewachsen. Wenn man weiß, dass das Unternehmen nur 80 Mitarbeiter hat, kann man das ein Stück weit ins Verhältnis setzen. Und diese 50 Leute, die da eingestiegen sind, sind alles Softwareingenieure auf höchstem Niveau. Und Sie können sich vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, diese Leute zu finden. Und ich möchte Ihnen ein Stück weit darlegen, wie dieses Unternehmen das geschafft hat. Beginnen wir mit dem Mythos Fachkräftemangel. Was ist die Ursache für Fachkräftemangel? Machen wir es mal interaktiv. Demografische Entwicklung. Da hat jedem den Ball zugespielt. Vielen Dank. Seitdem ich denken kann, wird mir das erzählt, dass wir irgendwie eine Veränderung der Pyramide haben und dass wir daraus resultierend unsere Fachkräfte zukünftig nicht mehr rekrutieren können. Kennen Sie, oder? Wird jedem erzählt, versteht jeder, sagt auch jeder, ist okay. Was ist denn, wenn es eigentlich ganz andere Kernprobleme für KMUs gibt, die zu einem Fachkräftemangel, dann nennen wir es eher einfach einen Mangel an Kräften führt. Zum Beispiel, wenn ich meine Studenten frage, wo wollt ihr denn mal arbeiten? Dann sind das eigentlich die Top 4. Der eine oder andere ist mutig und traut sich und sagt Düsseldorf. Aber davon mal abgesehen, sage ich mir, sind das so die Städte. Es gibt noch Frankfurt vielleicht. New York und Paris kommt auch noch. Genau, die internationalen Themen sowieso, klar. Worauf ich hinaus möchte, meines Erachtens haben wir weniger ein demografisches Fachkräfteproblem, als dass wir ein geografisches Allokationsproblem haben. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, haben Sie eben schon in einer Session ein Stück weit darüber gesprochen, dass sozusagen die, insbesondere die jungen Talente, es eher in die Metropolen zieht, als dass sie zum Beispiel in Haslinger arbeiten wollen.
Da bin ich aufgewachsen. Da gibt es jeden Schatz. Da können Sie ja auch nichts führen. Ich korrigiere, ich bin da zwischenzeitlich aufgewachsen. Ich bin eigentlich aus Köln. Und bin dann aber wieder zurückgekommen. Aber haben Sie schon mal jemanden gesehen mit dem T-Shirt Eilert Ransbach Baumarkt? Ja. Da sitzt ein Hidden Champion. Er war letztens hier bei uns an der RFH und hat versucht, seinen Mangel darzulegen. Das ist ein Hidden Champion, Ralf und Gundler. Und die haben das Riesenproblem, dass sie nicht entsprechend die Talente nach Ransbach Baumarkt schieben. Das ist ein super Unternehmen. Da können viele Unternehmen sich hier in der Region was von abschauen. Also die haben Umsatzwachstüme, ein gesundes Wachstum und viele tolle Dinge. Nur, sie kriegen es nicht transportiert, dass jemand nach Ransbach Baumarkt soll. Also von daher, meine erste These, wir haben eher ein geografisches Allokationsproblem, als dass wir wirklich ein demografisches Fachkräftemangelproblem haben. Das zweite ist, insbesondere mittelständische Unternehmen haben oft keine Produktmarke. Die Arbeitgebermarke hängt meist sehr, sehr stark mit der Produktmarke zusammen. Ich selber bin in einem auch Automobilzulieferunternehmen sozialisiert worden und war dann zuständig, ja, auch für den Bereich Personal, also Talentmanagement. Und wir hatten auch keine Arbeitgebermarke, weil wir keine Produktmarke hatten. Unsere Produkte sind als Tier-1-Supplier dann im Motorraum von VW oder einem Porsche oder welchem OEM auch immer verbaut worden. Und das Teil war für niemanden sichtbar. Das heißt, wir hatten keinen Endkundenkontakt. Das heißt wiederum, wir hatten keine Produktmarke und wir hatten auch keine Arbeitgebermarke. Ein bisschen besser als gar keine Marke zu haben, ist eine schlechte Produktmarke. Also nehmen Sie mal zum Beispiel Aldi, die haben nicht unbedingt eine schlechte Marke, aber wenn Sie Jugendliche danach fragen, dann sind sie billig, Discounter, Überwachung, das war eigentlich Lidl, aber egal. Dass die Top-Absolventen an den Universitäten bekommen, aufgrund ihrer Programme. Dass die zahlreiche Karrierewege aufzeigen, ja, und sozusagen sich gegen das Bild der Produktmarke mit ihrer Arbeitgebermarke positionieren, ist einer der großen Erfolgsfaktoren. Ich habe letztens in meiner Vorlesung gefragt, wer möchte sich denn bei Schäber oder bei Whiskas bewerben? Niemand. Es gab nicht mal einen Hunde- oder einen Katzenfreund anscheinend. Aber dass die beispielsweise Top-Arbeitgeber 2014 waren, hätte von denen nie einer gedacht, weil sozusagen immer das Image da gewesen wäre, oh Gott, Hund und Katzenfutter, wer will denn da arbeiten? Ja? Und deswegen haben wir meines Erachtens das zweite Phänomen, wir haben eher ein markenbezogenes Allokationsproblem, als dass wir wirklich ein demografisches Problem haben. Das nächste ist, dass wir immer mehr Studierendenzahlen haben. Als RFH sind wir natürlich happy darüber und dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten können, eine Top-Ausbildung zu garantieren. Aber wenn man das Ganze mal in der größeren Perspektive betrachtet, führt das natürlich ein Stück weit dazu, dass die Studierenden, die da landen, weniger in der Berufsausbildung landen. Und dass, wenn Sie einmal studiert haben, dann haben wir sogenannte Laptop-Manager. Ja? Also die haben dann ihren Bachelor und ihren Master und für die sind dann sozusagen Handy und Laptop das Arbeitswerkzeug mit einem eigenen Büro. Aber niemand möchte mehr in die Produktion. Ja? Also an die Stellen, wo es dann auch wehtut und da, wo der Fachkräftemangel dann eben am stärksten zuschlägt. Was war denn übrigens 2008? Ich habe es ja oben leicht angedeutet. Wirtschaftskrise. Ja, das ist das eine, genau. Hat aber mit den Studierendenzahlen, glaube ich, nicht ganz so viel zu tun. War es nicht der Wechsel? Ja, den Wechsel hatten wir auch. Der spielt da auch ein Stück weit rein. Diese OECD-Studie hat der deutschen Regierung nahegelegt, dass sie die Akademisierungsquote erhöhen muss. Weil sie im Vergleich zu anderen Ländern weniger Akademiker haben. Und was ausgeblendet wurde, war, dass wir ein duales Berufssystem haben, was ganz, ganz viele Jobs, die in anderen Ländern über Universitätsabschlüsse abgedeckt werden, beispielsweise Krankenschwester in Polen, in Deutschland überhaupt gar nicht sozusagen, also die wurden da überhaupt nicht reingerechnet. Und deswegen war diese Studie ein Stück weit fehlinterpretiert und hat dazu geführt, dass sozusagen jetzt jeder auf einmal gefühlt einen Abschluss machen muss, mindestens einen Bachelor. Deswegen haben wir das Problem auf systemischer Ebene, dass wir viele Jobs nicht mehr besetzen, obwohl wir eigentlich Leute dafür hätten, aber die wollen es nicht mehr. Weil sie natürlich mit der Erwartungshaltung Studium andere Jobs verknüpfen, als zum Beispiel Prozessmanager in der Fertigung.
Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht trotzdem um die Talente kümmern müssen. Ob wir es sozusagen als Allokationsproblem geografiebezogen, systematisch oder systemisch oder marktbezogen nennen, ist davon mal unerheblich. Wir müssen trotzdem was tun, insbesondere der Mittelstand muss was tun. Und ich möchte Ihnen mal darlegen, was sozusagen die Perspektive der Forschung ist. Sie kennen wahrscheinlich sowas hier. Ja, ganz sauber aufgeschlüsselt, Generation X, Generation Y, Generation Z, Digital Natives und welche Buzzwords auch immer da genutzt werden. Noch schlimmer finde ich diese Tabellen, wo dann 10, 15 Kriterien sind und wo sozusagen immer versucht wird, genau das Gegenteil von dem, was vorher da stand, ins nächste Kästchen zu pressen. Also nehmen Sie zum Beispiel eine aktuelle Studie von McKinsey, da steht da, bei Generation X steht individualistisch, Generation Y kollektivistisch und Generation Z, die haben noch einen Schnuller im Mund, die sind aber wieder individualistisch. Woher will man das denn bitte schön wissen und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage soll das denn bitte beruhen? Und mit diesen Dingern wird durchs Land gezogen und wird dann den Unternehmern erklärt, wie man eben Personalmanagement zukünftig gestalten soll. Entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Wenn Sie sich das methodisch sich mal anschauen, dann sind es meistens auch große methodische Fehler, die im Rahmen der Statistik da gemacht werden. Also tun Sie nicht mir, sondern sich selbst einen Gefallen und vergessen Sie den Bullshit bitte. Ich biete Ihnen das an. Das kennen Sie seit den 1960er Jahren. Machen Sie einfach eine Ebene drunter und dann haben Sie alle abgedeckt. Genau, ganz unten. Dann haben Sie... Meinst du nicht ganz? Also dann haben sie wirklich eigentlich alles eingefangen, was es einzufangen gilt. Machen wir es ganz kurz. Hat viel mit sozialen Bedürfnissen zu tun, aber okay. Die Forschung zeigt uns, dass nicht die Zugehörigkeit zu einer Alterskohorte die Arbeitgeberpräferenz bestimmt, sondern es sind individuelle Eigenschaften. Und Studien zeigen, dass es zum einen der Reifegrad ist, das zeigen Moore et al., eine validen Studie, und es sind Persönlichkeitseigenschaften, Charaktereigenschaften, was in anderen Studien zur Geltung kommt. Es sind nicht generationenspezifische Dinge, wo man nicht mal weiß, was ist denn überhaupt eine Generation und wie soll die definiert sein. Ja, also das ist populärwissenschaftlich, das verkauft sich gut, damit mache ich gute Pitches, damit kann ich auch sozusagen die große Masse sehr schnell abholen. Aber leider ist die Realität in der Wissenschaft immer etwas differenzierter. Und zwar ist es so, dass wir sozusagen die Prämisse in der Wissenschaft haben, aber Arbeitgeberpräferenz hängt deutlich stärker von den individuellen Charakteristika ab, als dass es tut von einer Generationenzugehörigkeit. Ich mache ein kleines Quiz mit Ihnen. Hier ist sozusagen die einzige saubere Studie, die ich gefunden habe, zum Thema Arbeitgeberattraktivität der Generation Y. Die wie folgt funktioniert, sie haben mehrere Faktoren, die Arbeitgeberattraktivität operationalisieren. Und diese Faktoren erhöhen die Emotionalität in Bezug auf eine Arbeitgebermarke. Und diese Emotionalität führt hinterher zur Bewerbung. Was glauben Sie, welche der sechs Faktoren sind die Faktoren, die sich als statistisch signifikant erwiesen haben? Die unteren beiden. Ja, der Herausforderungsbericht würde ich sagen, vorletztes. Der Herausforderungsbericht und Kultur. Unter beiden gibt es andere Ideen? 1 und 3. 1 und 3, also Kohle und Ort, ja. 1 und 2. Ja. Kohle und Ort. Sind wir uns ja einig hier. Also ich kann Ihnen nur eine Banane anbieten, aber die biete ich Ihnen gerne an, das ist wichtig, was Sie gesagt haben. Ja. Wow. Nicht die goldene Banane wie früher. Ne? Und ich möchte nochmal auf eins hinweisen, also die sind alle nicht signifikant. Diese Fallstärke habe ich etwas dicker gezeichnet, weil der Beta-Koeffizient, also die Stärke des Zusammenhangs, bei Punkt 6 liegt. Ja, also wirklich sehr, sehr stark ist. Im Vergleich zum Beispiel zu den herausfordernden Projekten mit Punkt 2. Was sie dann noch gemacht haben, ich will sie gar nicht mit dem wissenschaftlichen Kram nerven, aber die haben eine Mediationsanalyse gemacht, die auch signifikant ist und diese Effekte sozusagen bestätigt. Entschuldigung? Ja. Aber das bedeutet, Verdienstmöglichkeiten werden als Grundvoraussetzung erstmal vorausgesetzt, das, oder? Das wäre eine Interpretationsfrage, wie Sie die Studie sehen. Also ich würde es auch sozusagen nach Herzwerk sehen, dass das sozusagen Hygienefaktoren sind. Ja. Die müssen da sein und wenn sie nicht besonders schlecht sind,
dann werden sie sozusagen auch nicht moniert und sind aber auch dann kein Entscheidungskriterium. Also sie sind sozusagen, ja, für mich ein Hygienefaktor. Ich würde auch nicht tippen, dass sie gar keinen Einfluss haben, das würde ich auch nicht sagen, aber ich würde es, wie gesagt, in die Art und Weise interpretieren, dass es sich eher um einen Hygienefaktor handelt. Wenn wir sozusagen diese Erkenntnisse mal in einem Modell verarbeiten, dann wäre mein Vorschlag an Sie folgendes Modell. Im Prinzip drei große Komponenten. Die erste Komponente ist eine Arbeitgeberattraktivität oder ein Modell von Arbeitgeberattraktivität muss die individuellen Bedürfnisse der Menschen und der Talente adressieren. Und dazu können Sie das, was wir schon wissen, das, was wissenschaftlich fundiert mehrfach dargelegt wurde, die Bedürfnispyramide nach Maslow nutzen und ergänzt natürlich hier etwas plakativ um das Thema, wir müssen die Technologieaffinität der jüngeren Menschen natürlich auch adressieren, keine Frage. Aber die anderen Bedürfnisse gelten einfach so weiter, aus meiner Sicht. Das nächste, was wir schaffen müssen, wir müssen den Menschen, den Bewerbern klar machen, dass wir im Unternehmen eine Innovationskultur haben. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie eben schon über das Thema Kultur gesprochen. Ich kenne leider das Ergebnis nicht. Aber vielleicht kann es ja einer mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, das war das Problem, das zu definieren. Und deswegen habe ich eben auch mich gefragt bei der ersten Folie, was erwarten denn die Menschen, die man gefragt hat, was verstehen die darunter? Ja, ist eine berechtigte Frage. Wenn wir es wissenschaftlich betrachten, ist die Operationalisierung recht leicht. Meistens an Schein angelegt haben sie drei Ebenen, die sozusagen dann auch im Eisbergmodell funktionieren. Unterste Ebene sind die Werte einer Organisation, die zum Beispiel symbolisiert werden durch das Top-Management. Daraus ableiten tun sich die Normen. Also die Normen sind dann sozusagen meine Handlungsmaxime, nach der ich mein tägliches Handeln ausrichte. Und die oberste Ebene, das ist die Ebene, die bei dem Eisberg am sichtbarsten ist, ist die Ebene der Artefakte. Also alle die sichtbaren Dinge eines Unternehmens. Das fängt an mit zum Beispiel der Qualität der Wahrnehmung der Räumlichkeit. Geht vielleicht über ein Bild, was im Eingangsbereich hängt. Geht über die Geschichten, die zum Beispiel erzählt wurden, über gewisse Erfolgsstorys oder eben auch Dinge, die vielleicht nicht funktioniert haben. Also das sind sozusagen, wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet und in die Operationalisierung hineingeht, ist Kultur immer auf diesen drei Ebenen definiert. Also ganz unten basieren die Werte, daraus leiten sich die Normen ab, die dann eben Handlungsmaxime sind und die Handlungsmaxime zeigt sich dann in den Artefakten. Und was wir noch haben, was ja auch die Studie bestätigt hat, die Menschen wollen spannende Projekte haben. So, was heißt denn das? Jetzt haben wir so ein tolles Modell, aber was bedeutet das denn konkret? Ich möchte Sie einladen, dieses Modell mal durchzuspielen an dem Unternehmen Seibert Media. Dazu habe ich ein Video mitgebracht, können sich aber gleich drei Minuten ganz gechillt zurücksetzen. Hier fehlt übrigens ein Icon, was bei mir da ist, aber da nicht. Na gut. Seibert Media ist ein Unternehmen ein Anbieter für Internetanwendungen, 1996 in Wiesbaden gegründet, hat dann sehr lange sozusagen von den Wachstumsraten stagniert, immer so ein moderates kleines Wachstum gehabt, ist aber sozusagen, weil sie jetzt ein neues Produkt mit an Land gezogen haben, und zwar interne Facebooks, also sozusagen ein Facebook, was im Unternehmen benutzt wird, um sozusagen Expertisen aufzuspüren, Dialoge digital abwickeln zu lassen. Ein Anbieter für einer solchen Software geworden und ist mit diesem Produkt so erfolgreich, dass sie sozusagen mit der üblichen Mitarbeiterzahl von 85 Mitarbeitern lange nicht mehr hingekommen sind. Und sie sind innerhalb von einem Jahr auf 136 Mitarbeiter gewachsen. Um das aber realisieren zu können, bedurfte es natürlich einer entsprechenden Marketingstrategie nach außen, die, sage ich mal, zu der Gruppe gehören, die am schwierigsten rekrutierbar sind. Fragen Sie mal die Bundeswehr, die ja derzeit versucht, krampfhaft eine Cyberarmee aufzubauen. Da passt es dann ideologisch nicht immer so ganz übereinander, aber da gibt es viele Probleme, die sozusagen dazu führen, dass es nicht so einfach ist. Und ich möchte Sie einladen auf folgendes Video. Das funktioniert jetzt. Eben im Test hat es funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es natürlich nicht. Oder? Doch. Seibert Media ist für mich auf jeden Fall mehr als nur mein Arbeitsplatz.
Deine Media ist für mich Familie. Ja, es fühlt sich halt irgendwie nicht nach Arbeit an, sondern es ist mehr so ein, ja, wir schaffen was zusammen. Deine Media ist für mich ein Ort, an dem Offenheit und Flexibilität gelebt werden. Deine Media ist Zusammenarbeit in Teams mit Software. So ist es, CEO. Das ist sozusagen das, wofür wir stehen, was wir können und was wir Kunden anbieten wollen. Bei Seven Media ist die zweite Szene. Es gibt nur Martin nicht als formelle Geschäftsführer und ansonsten gibt es selbstorganisierte Teams. Das heißt, es gibt auch keinen disziplinarischen Vorsitz. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen anders denken, was Entscheidungsprozesse angeht. Die Teams regeln alles für sich selbst. Ich muss also keinem Chef irgendwie Bescheid sagen. Und wir müssen mitdenken, wir müssen darüber nachdenken. Die Aufgabe, die ich gerade mache, ist die richtig? Und ist der Lösungsweg der richtige oder gibt es vielleicht eine Alternative? Das ist super, weil wir damit gefordert werden und nicht einfach nur Arbeit der Ameisen sind. Das heißt, du kannst bei uns eigentlich in jedem Bereich mit drin. Es gibt nichts, was der Geschäftsführer alleine bestimmt. Ich fand es besonders gut, eben von Anfang an wirklich Aufgaben zu bekommen, mich nicht erst mal 3 Wochen einarbeiten zu müssen, sondern dass dieses Einarbeiten halt on the fly passiert ist. Der eine vertraut dem anderen, dass er immer sein Bestes gibt, gute Entscheidungen trifft. Und das ist was sich überall durchzieht. Wir glauben, dass die Experten in den Teams die Entscheidungen am besten treffen können und nicht irgendwelche Gesellschafter oder Geschäftsführer. Aber um die Entscheidungen sinnvoll treffen zu können, brauchen sie alle möglichen Informationen. Sei es jetzt, dass wir Geschäftszahlen offenlegen, sei es, dass wir unser Wissen im Wiki teilen. Dadurch entwickelt sich auch, finde ich, ein viel stärkeres Verantwortungsgefühl und auch Zugehörigkeitsgefühl. Veränderung ist etwas, was von außen kommt. Eine unserer Hauptaufgaben ist, Veränderungen willkommen zu heißen. Veränderungen sind nichts Böses, sondern Veränderungen sind Teil unserer Arbeit. Insofern ist es meines Erachtens heute eine Grundanforderung, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich mich als Unternehmen und auch als Mensch verändern muss. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter auch dazu, mal das auszuprobieren. Dafür gibt es Hackathons, zweimal im Jahr richten wir aus. Und da können jeder sich selber was aussuchen, wo sie innerhalb von 24 Stunden einen Prototypen zum Beispiel für ein neues Produkt entwickeln, das wir unsere Kunden später wieder anbieten. Bei uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ausprobieren können, neue Techniken, um vielleicht bessere Wege zu finden. Das schlägt ab und zu mal fehl, wie das so ist. Ich glaube, dass wir relativ gut darin sind, in diesem Prozess der Veränderung zu lernen, dass er irgendwie hat, lass uns das mal lieber nicht wieder so machen, weil das hat nicht funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht wertvoll. Das Coolste an der Media ist die Veränderung, die hier täglich stattfindet. Ein sehr cooles Arbeitserlebnis zu schaffen und das finde ich unglaublich wertvoll und das habe ich woanders noch nicht erlebt. Die Freiheit zu haben, an dem Was und an dem Wie auch mitzugestalten. Das Coolste bei Solid Media ist auf jeden Fall mein Team. Für mich die Kollegen. Das Beste ist, hier mit Leuten zusammenzuarbeiten, die alle genauso was besser machen wollen, die sich gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das ist eigentlich das Coolste hier, das Team. Die haben kein großes Werbebudget, die haben keinen einzigen Personaler, die haben keinen, der Personalmanagement studiert hat. Die machen die Dinge alle intuitiv und die sind dabei erfolgreich. Die haben auch keine Bewerberstudie, Beraterstudie gelesen. Die machen die Dinge, wo sie glauben, dass sie so richtig sind. Rein aus der Intuition. Ich lade Sie noch ein zu 5 Tipps, wie Sie auf jeden Fall Talente vergraulen können, die sozusagen aus der Zusammenarbeit mit Seibert Media und eben aus meiner Perspektive auf andere Unternehmen in der letzten Zeit immer wieder den Schuh drücken und danach sind wir durch, weil ich habe meinen Wecker schon klingeln gehört. Stellenanzeigen. Machen Sie auf jeden Fall bei der Stellenanzeige schon unmittelbar klar,
dass Sie der Gutsherr sind und die Bewerber in gebückter Haltung kommen sollen. Ganz wichtig. Ja? Ballern Sie da so viele Fähigkeiten rein, die die haben müssen, dass die schon so da reinkommen und denken, das wird bestimmt nichts. Das ist auf jeden Fall zielführend. Jungen Menschen können Sie auch super täuschen, indem Sie in China Likes einkaufen, insbesondere für Kununu oder solche Bewertungsportale. Das checken wir auf gar keinen Fall. Also insbesondere, wenn Sie irgendwie nur 50 Mann sind, haben wir aber 60.000 Likes, das checkt überhaupt keiner. Das können Sie ganz in Ruhe machen. Bei Bewerbungseingang empfehle ich auf jeden Fall mindestens 14 Tage zu warten. Also wie bei einer SMS, wenn Sie einen neuen Partner oder wie auch immer kennenlernen, dann müssen Sie auch immer langsam, langsam, nicht zu schnell. Ne? Sonst ist mein Interesse zu groß. Machen Sie es am besten so, dass Sie nach 4 Monaten die Absage mit den Bewerbungsunterlagen gleich wieder zurückschicken. Das wirkt auf jeden Fall sehr wertschätzend. Bei Bewerbungsgesprächen empfehle ich, dass Sie die Hauptredeanteile haben, damit Sie auf jeden Fall Zeit haben, sich gut darzustellen. Eigentlich muss man ja gar nicht so viel über den Bewerber wissen, das haben Sie alle schon an den Unterlagen gecheckt. Vor allem machen Sie deutlich, dass Sie derjenige sind, der aussucht. Ne? Also Sie sind der Herr im Haus, also oder die Frau im Haus, wahnsinnig klar. Und am ersten Tag würde ich sofort empfehlen zu sagen, jegliche Nutzung von sozialen Medien ist in unserem Unternehmen komplett untersagt und würde sozusagen noch hergehen und eher sagen, ja, wir hacken eure Daten eh, also pass auf, was du tust. In diesem Sinne lade ich Sie ein zur Diskussion über alles, was ich Ihnen hier vorgetragen habe und freue mich auf ganz spannende Sessions. Zunächst möchte ich natürlich Raum geben für Ihre Fragen.